kurzer Umriss, wie es im letzten Jahr gelaufen ist. Also wir hatten insgesamt 337 Anrufe bei uns eingehen, was eigentlich auch zeigt, dass der Bedarf nach wie vor besteht für dieses Instrument des Frauentelefons, sage ich jetzt mal. Das Team besteht zu 100% aus ehrenamtlichen Frauen. Und die werden aber sehr gut geschult. Also wir haben regelmäßige Fortbildungen, damit wir auch die Qualität natürlich der Beratung gewährleisten können. Momentan besteht das Team aus 14 Frauen, von denen 10 wirklich aktiv die Termine und die Dienste wahrnehmen können. Die anderen sind momentan einfach ja, außerstande, das zu machen. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch gerne einen Aufruf für neue Frauen starten. Wir suchen jetzt ganz aktuell Frauen, die Interesse haben, uns zu unterstützen, unser Team zu erweitern, sollten nach Möglichkeit natürlich volljährig sein und motiviert und selber nicht in einer akuten Lebenskrise stecken. Also wenn man schon mal was erlebt hat und aufgearbeitet hat, ist das völlig in Ordnung. Davon leben wir, das ist auch mit etwas, was uns trägt und unseren Beratungsstil, sage ich jetzt mal, weil eben nur aus Ehrenamtlichen alles besteht und natürlich können wir auf unseren Erfahrungen aufbauen bei der Beratung. Genau. Von dem her, wenn jemand Interesse hat, uns zu unterstützen als Team, einfach die 10-10-10 anrufen und aus dem Landkreis natürlich die 08341 vorwählen und sich dann melden und irgendeine nette Kollegin wird sich sicherlich am Telefon vorfinden, die dann ein bisschen mehr noch zu erzählen hat und einfach die Daten durchgeben und ich werde dann zurückrufen. Genau. Und warum brauchen wir unbedingt neue Kolleginnen? Weil wir jetzt einfach auch gesagt haben, wir gehen einen Schritt nach vorne. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir haben einfach an der Situation auch dieser, ja, ich will nicht sagen Abspaltung, aber dieses, dass eben die Personen mit Gewalterfahrungen eben eigenständige Anlaufstellen bereits jetzt haben, wie eben das Frauenhaus oder die Notruf- und Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt, haben wir unseren Fokus natürlich ein bisschen jetzt anders gerichtet in den letzten Jahren. Es war ein eher schleichender Prozess, das war jetzt nicht irgendwie was, was man akut auf einmal festgestellt hatte, sondern man hat einfach gemerkt im Laufe der Zeit, der Schwerpunkt hat sich verlagert auf alltägliche Sorgen und Nöte der Frauen, auf vor allem auch Partnerschaftsprobleme, Trennung, Scheidung und so weiter. Dafür bieten wir zum Beispiel auch bei uns eine Rechtsauskunft, die von einer erfahrenen Fachanwältin für Familienrecht durchgeführt wird. Alles auch nur ehrenamtlich und man muss bei uns keine Scheine oder sonst irgendwas ausfüllen. Man ruft einfach die 10-10-10 an, meldet sich für einen Termin an und die Anwältin kommt dann und ja, gibt eben Auskunft über die aktuelle Situation der Frau und was sie vielleicht für weitere Schritte unternehmen kann. Ich glaube, das ist auch nicht sehr bekannt nach außen, deswegen wäre es auch ganz gut, glaube ich, wenn wir das jetzt so hier mit einbinden, einfach, was wir an Instrumenten einfach auch haben bei uns zur Verfügung. Primär sind wir dafür da, um den Frauen, die bei uns anrufen, zuzuhören. Also das ist eigentlich so das Größte, was wir einfach auch anbieten können. Wir hören zu, wir erteilen keine Ratschläge, wir tun nicht werten, also wir sind absolut frei von irgendwelchen religiösen oder politischen Anschauungen. Bei uns kann jede und jeder anrufen mittlerweile. Das ist auch etwas, was jetzt ganz neu hinzugekommen ist. Wir haben einfach in Teamsitzungen festgestellt, dieses schöne Instrument sozusagen, also diese Möglichkeit für Frauen, sich mit ihren Sorgen und Anliegen und allem irgendwohin wenden zu können, so niederschwellig, wie das Frauentelefon das anbietet, weil man muss wirklich nur die Telefonnummer wählen und schon hat man am anderen Ende jemanden, der zuhört und gegebenenfalls Hilfe weitervermittelt. Das haben wir zwar für Frauen hier im Raum Allgäu und Kaffreuern, beziehungsweise Ostallgäu und Kaffreuern, aber wir haben sowas nicht für Männer. Also im ganzen Allgäu gibt es tatsächlich keine Anlaufstelle bei denselben Sorgen und Nöten, die für Männer da sein kann. Und das nächste Männerhaus ist in München und das ist schon ein gutes Stück von Kaffreuern aus gesehen und vom Landkreis, wenn man dann bis nach Füssen runter denkt, erst recht. Und ja, wenn ein Mann akut, sage ich jetzt mal, auch in so einer ähnlichen Situation steckt, wie eben häusliche Gewalt oder sonst irgendwelchen Dingen sich ausgesetzt, die ihn psychisch wahnsinnig belasten,
hat er momentan nicht die große Möglichkeit, einfach mal niederschwellig irgendwo sich zu melden, einfach mal sich den Frust von der Seele zu legen. Und dafür haben wir gesagt, öffnen wir uns, wir erweitern einfach unsere Zielgruppe und sind nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer in Zukunft da. Mit einem offenen Ohr, alle vorurteilsfrei und absolut irgendwie nicht wertend. Das ist jetzt quasi so auch was ganz neu ist. Und deswegen haben wir auch unseren Namen verändert, dass wir einfach ja nicht nur als Frauentelefon in der Öffentlichkeit auch erkennbar sind, sondern eben als Familientelefon, weil Männer vielleicht auch ja gar nicht in akuten ja, Lagen von Gewalt oder irgendwas sich an uns wenden wollen, sondern vielleicht auch alleinerziehende Väter, die einfach wissen wollen, wie gehe ich mit meinem Kind um, wenn das irgendwie, keine Ahnung, nicht schlafen gehen will. Also manchmal fühlt man sich einfach auch überfordert, auch in seiner Rolle als Eltern. Und da können halt auch jetzt die Frauen auch mit solchen Sorgen sich an uns wenden. Und nicht nur, wenn sie eben partnerschaftlich oder wie auch immer ja, eine Krise gerade durchleben. Und auch Männer können sich mit solchen Fragen jetzt an uns wenden. Das altbekannte Logo vom Frauentelefon wandelt sich jetzt und schaut jetzt dann so aus. Ab sofort heißen wir es Frauen- und Familientelefon. Sind weiterhin für Kaufbeuern und den Landkreis auch zuständig, was auch durchaus legitim ist, dass der Landkreis sich auch komplett mit dran beteiligt, weil bis jetzt auch das Bild, sage ich jetzt mal, der Anrufe sich so abzeichnet, dass mir ungefähr ja, 7/8 der Anrufe sind aus dem Landkreis und nicht aus dem Raum Kaufbeuern direkt. Von dem her ist es schon auch ganz gut. Was jetzt auch ganz groß überall zu sehen sein wird, in Arztpraxen, in Kirchen, in Beratungsstellen. Also wir werden jetzt einfach mal auch ganz groß Post verschicken, sage ich jetzt mal, werden diese Flyer sein, die überall ausliegen werden. Es sind vielerlei verschiedene Flyer, aber hinten mit demselben Inhalt. Und zwar, dass wir eben zuhören, dass wir dem Anrufer, der Anruferin zur Seite stehen, dass wir nicht werten, dass das alles absolut anonym und vertraulich ist. Also das ist auch ganz, ganz wichtige Voraussetzung für unsere Tätigkeit. Beiderseitig die Anonymität und auch ja, beiderseitig das Vertrauen einfach auch. Also ich möchte auch nicht irgendwie, dass meine Frauen sich ja vielleicht unwohl fühlen dann in ihrer Rolle. Also ich sage jetzt meine Frauen, weil ich mich einfach verantwortlich fühle für das Team als Leiterin natürlich. Die Identität und das Privatleben der Frauen soll einfach geschützt sein. Also die sollen einfach der Tätigkeit nachgehen können. Ja. Genau. Ohne dass sie im Hintergrund irgendwie immer ja, mithaben, dass jemand aus dem Bekanntenkreis vielleicht dann auch sich darauf anspricht. Ja. Ja, jetzt gibt es eben diese ganzen neuen Sachen. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen gut rübergekommen. Und natürlich wollen wir mit der Zeit gehen und auch die medialen Kanäle für uns nutzen, die jetzt zur Verfügung stehen. Wir hatten bisher keine eigenständige Webseite. Es war jetzt auch lange auch eine Überlegung, sollen wir das machen oder nicht. Aktuell ist tatsächlich so, dass ich dran bin, die Webseite zu gestalten. Und die wird in den nächsten Wochen sicherlich auch starten. Mein großes Anliegen ist auch, dass ich dort ein Kontaktformular anbiete auf dieser Webseite für eben, ja, gerade jüngere Frauen trauen sich, oder auch jüngere Männer jetzt ja dann in Zukunft, hoffen wir, trauen sich oft nicht einfach irgendwo anzurufen und denen fällt es leichter zu schreiben und deswegen wollen wir das dann auch die Möglichkeit anbieten, eben auch online das dann, ja, sich die Erstberatung sozusagen abzuholen. Wobei man dazu sagen muss, da müsste man eventuell, also wäre der Hinweis natürlich notwendig, dass man diese Anonymität ein Stück weit aufgibt, weil man natürlich irgendwo einen Kontakt angeben muss, unter dem wir dann die Person erreichen können. Und deswegen ist das jetzt erstmal natürlich, ja, wir gehen das vorsichtig an, sage ich jetzt mal. Die Telefonberaterinnen sollen im Monat 2 Dienste leisten, also das ist das Minimale. Wobei jetzt momentan, glaube ich, 3 bis 4 Dienste zum Teil die Regel sind, weil wir eben noch ein bisschen wenige sind zurzeit. Aber regulär ist es so angedacht, dass wir einfach 2 Monatsdienste haben.
Diese sind dann entweder Vormittag oder Nachmittag, also oder abends dann. Vormittagdienste sind immer von 9.30 bis 12 Uhr und abends immer von 19 bis 21 Uhr. Und eben entweder, also man muss nicht den ganzen Tag dort anwesend sein, sondern wirklich nur einen Dienst so entweder oder machen und insgesamt zweimal im Monat. Was zusätzlich dazu kommt, sind regelmäßige Fortbildungstermine und sogenannte Praxisberatungstermine. Gut, Fortbildung muss ich jetzt nicht viel erklären, ist ganz klar. Da laden wir einfach auch aus der Region, aus den ansässigen Beratungs- und Hilfsstellen uns fachkundige Personen ein, die dann dem Team einfach die Stelle auch vorstellen können und uns auch Infomaterial dalassen, sodass wir immer auf dem Laufenden bleiben. Sollte sonst noch irgendwie Bedarf vom Team geäußert werden, dass wir ein besonderes Thema mit abdecken müssen, jetzt fachlich, bin ich da auch immer offen und lade auch entsprechend die Referenten und Referentinnen ein. Praxisberatung ist im Prinzip eine Teamsupervision, die wir immer durchführen. Das ist dann für uns nochmal, um die Fälle einfach nochmal im Team zusammen mit Kolleginnen aufzuarbeiten, die einem vielleicht ein bisschen nachhängen noch, sodass wir ja, für unsere eigene Psychohygiene, wie man so schön sagt, einfach ein Ventil auffinden, weil natürlich manchmal ein sehr schwerer Anruf eingeht und man dann hinterher nochmal dran zu knabbern hat. Um das zu sichern, also da gibt es eben diese Teambesprechungen, wo man einfach mit den Kolleginnen darüber sich austauschen kann, dass man auch für sich selber nochmal so ein Feedback auch abholen kann. Wenn man sich nicht sicher war, habe ich jetzt das Richtige gemacht oder gesagt oder vielleicht habe ich hätte an der Stelle vielleicht was anderes machen sollen, da kann man einfach im Team sich nochmal ja, den Rückhalt holen. Genau, sage ich jetzt mal. Genau. Und das sind eben nochmal Zusatztermine zu diesen zwei Diensten, die im Monat stattfinden. Ist meistens immer so ein Gruppentermin im Monat noch. Das sind dann insgesamt drei Termine im Prinzip, die man im Monat leisten muss und mehr nicht. Ja. Wie ich ja sagte, eben möglichst, dass man selbst nicht aktuell irgendwie in einer Lebenskrise steckt, weil das wäre sehr ungünstig, weil man selber gerade psychisch vielleicht ein bisschen auch überlastet ist. Ja, volljährig. Auf jeden Fall und ja, einfach sehr motiviert und bereit zuzuhören. Und wie gesagt, es wird jeder bei uns angelernt, also wir lassen niemand einfach ins kalte Wasser springen und sagen, mach mal, sondern es gibt natürlich sehr fundiert und sehr ausgiebig, es sind mehrere Termine bei diesem Anlernkurs, die stattfinden. Es sind vier Blöcke insgesamt, die man Freitag, Samstag, also normalerweise waren sie bis jetzt gelegt immer so, dass man es einfach gut einbringen konnte in das normale Berufsleben, sage ich jetzt mal, auch mit einbinden, wenn jemand berufstätig ist. Genau, und die Termine, die werden jetzt dann demnächst eben festgelegt zwischen mir und Katharina von Kranach und dann werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir baldmöglichst eine neue Ausbildungsgruppe starten, sodass unser Team einfach nochmal wachsen kann.